Einen wunderschönen guten Tag und seid gegrüßt zurück in City Skylines. Es ist endlich geschehen, das DLC Snowfall ist da, endlich für die PS4. Dementsprechend heute ein kleiner Ausschnitt und schon mal ein kleiner Einstieg in eine neue Stadt, in neue Maps und in das DLC generell. Ja, das kennt ihr schon, Klippenbucht ist bekannt und ich habe kurz mal reingeschaut, um mich überhaupt zurechtzufinden. Und hier drüben haben wir die neuen Karten. Zugefrorene Flüsse, eisige Inseln oder verschneite Küste. Dann geht es wieder mit den normalen los, mit der Küstenlagune. Ich habe es jetzt noch nicht, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, noch nicht groß reingeschaut. Ich würde sagen, wir fangen einfach generell, hat man ja gesagt, eine neue Stadt an. Dafür nehmen wir die verschneite Küste, die gefällt mir ganz gut. Spricht auch dafür, dass es eventuell ja, dort einen Anschluss für Schiffe geben könnte. So rum. So, wie nennen wir die Stadt? Es kamen ein paar Vorschläge, deswegen greife ich einen auf. Da ist Cold Town. Machen wir natürlich gerne. Cold Town und nennen das Ganze YT. So. Und schon kann das losgehen. So, Bilder sind auch neu gesetzt worden. So, und da sind wir angekommen im Winter. Drück mal Pause. Und es ist viel Schnee. Nicht wie üblich komplett grün. Da drüben ist es. Also es ist insgesamt komplett weiß. Da vorne leuchtet etwas gelb. Das könnte Landwirtschaft sein. Erstmal ist das egal. Da drüben leuchtet auch irgendwas. Mal schauen, wie dann die Ressourcen hier aussehen. Da leuchtet es auch. Aber das ist es. So, ich gehe mal hoch in die Bereiche für die Kacheln. Alles schön weiß. Sieht ja richtig schnieke aus. Und auf den ersten Blick hat sich schon ein bisschen was getan. Denn wenn wir ganz nach rechts schauen, haben wir zum einen die Temperaturanzeige. Das heißt, wir haben gerade minus 12 Grad. Mal schauen, wie unser Winter hier wird. Ich weiß, ich muss draußen bauen. Und wir haben da ganz rechts so ein Feld, das wir einfach auf den Button, auf das Touchscreen drücken können. Und dann geht die Legende weg und wir können die Stadt im Grunde im Ganzen betrachten, beobachten, uns anschauen. Schönes Gimmick, gefällt mir. Hat was. Da unten steht ein Ausrufezeichen, das weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich hier, hey, Achtung, aufpassen, musste was tun. Reitertechnisch, wie gesagt, wir können jetzt hier nicht noch nicht viel machen, weil ich habe ja jetzt hier auch noch nichts gemacht. Werden wir mal reinschauen. Ich baue mal schnell eine Straße. Lass das Ganze mal auf Stau. So. Zack, nehmen wir es wieder weg. So, und dann gucken wir noch mal rein. Also, das ist klar. Das hat man ja schon immer so. Gibt es hier was Neues? Stadtinfo? Ja. Es gibt da nicht nur die normalen Statistiken, sondern wir können auch im Server was machen. Und ja, ihr seht es natürlich schon. Ich habe mein Piepmatz schon ein bisschen verändert. Mit 3 kann man den hier einfach umstellen. Ich fand den ganz süß. Den fand ich ganz niedlich, von daher habe ich den schon mal eingestellt. Was gibt es noch? Neue Kacheln gibt es. Hat sich da soweit erstmal nichts verändert. Richtlinien. Ah, da oben steht schon was. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 850. Ach, da hat man es anders aufgebaut. Weil das kennt ihr ja. Wenn wir hier drauf fahren, hat sich das genau drauf gezeigt. Oder wurde es dann teilweise verdeckt. Und das war etwas schwieriger zu lesen. Das hat man geändert. Jetzt steht es immer oben. Auch wie viele Bevölkerung man erreichen muss. Nur Strom fürs Heizen. Das werden wir alles dann im weiteren Verlauf dieser Stadt von Cold Town sehen. Was? Benötigen Gebäude zum Heizen weniger Energie, generieren aber wegen der höheren Bau- und Wartungskosten geringere Steuereinnahmen. Okay, das macht ja auch irgendwo Sinn. Gut, Besteuerung auch alles klar. Hat sich jetzt gar nichts geändert. Stadtplanung. Stollenreifen ist hier neu. Autos müssen per Vorschrift im Winter mit Stollenreifen fahren.
Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit für Autos gegen geringe Schneemengen, was trotz Schneefalls für bessere Straßenverhältnisse sorgt. Unterhalt mal X, alles klar. Anti-Rutschstollen. Ah ja. Fauststollen ausrutschen. Auch das macht Sinn. Was gibt es noch Neues? Meilensteine sind auch noch bekannt. Aktuell haben wir nicht viel. Da unten haben wir schon ein neues Gebäude, die Schneedeponie. Auf die kommen wir noch später zu sprechen dann. In einer der nächsten Folgen. Weil heute machen wir noch nicht so viel. Aber das ist alles klar. Einzigartige Gebäude, Monumente können wir noch nicht. Wirtschaftskachel. Ja, hier hat sich nicht viel verändert. Das sind die Steuersätze. Was wir alles machen können. Auch klar. Das ist auch klar. Diesmal werde ich wieder mit Krediten spielen. Weil komme ich einfach schneller voran. Können wir die Stadt schneller größer machen. So. Hat sich hier irgendwas schon verändert? Auf den ersten Blick sehe ich nichts. Doch, da drüben schon die Straßenbahn mit drin. Das dritte von oben ist die Straßenbahn. Oder das zweite von oben. Ja, das zweite von oben ist die Straßenbahn. Dann kommt der Zug. Da hat sich schon was getan. Okay, sonst nichts. In den Reitern. Und da sehen wir, da hat sich natürlich was geändert. Und zwar gehen wir einmal, bevor wir auf die Ressourcen gehen, hier drauf. Das heißt Heizung. Wo wir heizen und wo nicht. Straßeninstandsetzung, Abdeckung, Zustand, weil wir können später die Straßen auch instand setzen, beziehungsweise die gehen kaputt. Und verschneite Straßen, Abdeckung und Zustand, da unsere Schneepflüge, alles klar. Gibt doch schon ein bisschen was Neues. So, Ressourcen, haben wir hier was? Nö, ein bisschen Wald, sonst nichts. Also das heißt, das können wir mit Wohngebieten vollbauen. Da drüben ist viel Landwirtschaft. Da ist Landwirtschaft, da ist richtig viel Landwirtschaft. Wald haben wir sonst drumherum. Da ist Öl, das sieht gut aus. Da wollen wir hin. Da hinten ist Erz, sehe ich. Da ist auch Öl. Und wo fahren die Schiffe? Ich sehe aktuell keine. Ich muss aber zugeben, ich habe schon mal reingeguckt. Ich weiß, auf der Karte fahren Schiffe. Von daher lohnt sich das. So, also hier können wir genug vollbauen. Vollbauen. Ja, der Wald ist nicht unbedingt viel. Was gibt es im Straßenbereich? Den können wir ja schon öffnen. Ja, Straßen können wir schon öffnen. Oh, hier. Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen. Richtig cool. Werden wir natürlich verbauen. Einbahnstraßen mit Straßenbahngleisen finde ich auch sehr nice. Das sind die mittleren Straßen. Auch die haben eine gekriegt mit Straßenbahngleisen. Auch das finde ich sehr nice. Ja, hier hat sich nichts verändert. Nö. Autobahn hat sich nichts verändert. Kreuzer hat sich auch nichts verändert. Aber hier ist was Neues dazugekommen. Und zwar Schneedeponie und Straßeninstandsetzungsdepot. Was es bei 4400 gibt. Okay. Wasser, Strom. 10, alles klar. Genau. Einwandfrei. So, hat sich hier ein bisschen was getan beim Strom. Das ist alles klar. Das ist auch klar. Das ist auch klar. Das ist auch klar. Nö, hier hat sich nichts getan. Beim Wasser. Ja, beim Wasser gibt es was Neues. Denn hier sind die Heizungsrohre jetzt mit dabei. Kombinierte Wasser- und Heizungsrohre. Das heißt, wir tauschen die dann im Grunde irgendwann mal aus. Super. Wann kann man die bauen? Ab 2400. Nein. Geothermie-Heizkraftwerk und Kesselstation. Ich habe keine Ahnung. So. Mehr können wir noch nicht machen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Warum ist nicht so schräg? Wer macht denn sowas? So, und zwar fangen wir wieder an. Dö, 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 dö. Ihr kennt es ja, wir werden es dann eh wieder ändern. Müssen wir ja leider. So, das sieht ganz schön schräg aus. So, könnte das gerade sein? Sieht das gerade aus? Oh, nicht wirklich. Ich drehe es einfach mal, vielleicht wird es dann besser. Oh, nicht wirklich, aber okay. Den setzen wir erstmal rein als Verbindungsstrecke. Damit wir hier unsere Straßen ein bisschen abtrennen können. Schließen die natürlich auch an. Dafür nehmen wir das hier. Zack, damit die rauskommen. Aber auch rein. So.
Nicht schön, aber funktioniert. So, was brauchen wir noch? Normale Straßen brauchen wir. Die nehmen wir hier. Und setzen das hier. Das sind ja die Straßen, die wir dann wieder breiter machen. So. Da kann man ganz ziehen. So. Da haben wir das als erstes gesetzt, dann setzen wir das gleiche auch hier auf der Seite für Gewerbegebiet und Industriegebiet. Zack. Mein typisches Aufbauverfahren kennt ihr ja, Kacheln machen. Und da ein bisschen gleich am Anfang sortieren. So, dann brauchen wir hier Wasser. Das ist nichts Neues. Zack. Zack. So, ich mache jetzt hier wirklich nur den Anfang dieser Start. Den Rest seht ihr dann am Wochenende. So, eine geht gleich hier rüber. Zack. So, Wasser noch hinsetzen. Da kommt das Wasser hin. Du kommst dorthin, das Abwasser. Beides verbindet man natürlich. Ne? Jetzt. So, dann kommen hier gleich noch ein paar Windräder hin. Eins, zwei, drei. Setzen gleich Strom noch mit hin. Zack. Machen wir das Ganze auch noch hier. Dass die auch alle miteinander verbunden sind. Auch das kennt ihr. Und heute bin ich mal rotzfrech. Es gibt gleich ein Kohlekraftwerk für die Industrie. Das setzen wir hier hin. So, und dann sollten wir eigentlich alles für den Anfang haben. Kommt gleich mal hier das mit hin. Für die Einwohner. Hier haben wir sie auch schon ausgewiesen, da haben wir sie ausgewiesen. Ja, die werden zwar später fluchen, weil ich hier das hier alles nochmal verändere, aber da müssen sie durch. Auch das kennen wir. So, Gewerbegebiet gleich noch hinsetzen. Und hier drüben noch gleich die Industrie. So. Und dann würde ich sagen, los geht's. Machen das gleich auf 2. Hurra, der Bau der Wasserpumpe wurde abgeschlossen. Fresh Water. Major Rocks. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, ja, alles weiß. Noch sieht alles gut aus. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Kohlekraftwerk arbeitet. Strom ist auch da. Wasser ist da. Alles klar. Ich glaube, wir haben es so erstmal versorgt. Dank der Grünen kann ich in der Stadt jetzt noch schon mehr Vögel. Okay. Genau, das Wasser sehen wir auch. Autobahn und Eisenbahn haben wir gleich vor Ort. Und hier hinten haben wir dann die Küste. Genau, also so ist der Plan, dass wir dann hier wieder unser ganzes Wohnviertel haben. Industrie bauen wir hier hinten in den Bereich rein und dann lagern die wir aus, sodass diese Kache im Endeffekt nur von Wohnhäusern bevölkert wird.
Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So, Geld ist auch alle super, aber da haben wir ja relativ gut gewirtschaftet. Hinten fängt das erste Gewerbegebiet an. Heizen ganz schön hier lang. Dafür, dass Winter ist, heizen die ganz schön hier lang. So. Wie sieht es in der Wirtschaft aus? Ja, okay, hier. 67 nehmen wir ein. Okay. 1500 geben wir aus. Na gut. Postiert. Ja, da ist schon Gewerbegebiete, sehr gut. Mein Opa strickt die besten Wollsocken. Alles klar. Schön. Finde ich schön. So. Jetzt können wir auch mal hier reinsiedeln. Mal zoomen und ihr seht auch, die Häuser haben alle Schnee bekommen. Also richtig schön gemacht. Hinten rast der Zug. Finde ich schön. Also mir gefällt's. Schick, schick, schick. Bin dann sehr gespannt, wie das dann natürlich auch später aussieht. Fein gemacht. Ja, alles andere werden wir dann natürlich im Laufe der nächsten Folgen, wenn Coal Town weiter wächst. Ich weiß gar nicht, wie mich auf den Namen Coal Town gekommen ist. Also der Name Coal Town ist von einem der Abonnenten gekommen. Das hatte ich euch ja gesagt, dass ihr da Mitspracherecht habt. Und das ist einer, den er mir vorgeschlagen hatte. Oder der am Ende ja gewonnen hatte und ja, passt ein bisschen. Ja, wir haben minus 13 Grad, noch friert keiner, die Industrie schreit immer mehr, aber die haben ja ihre Flächen, die können ja auch noch hier Gebäudefahrzeuge im Bürger, indem sie sich mit dem Prüfer, ja, okay, kennen wir auch. Oh, hier kommt schon ein Auto. Hallo. Selbst die sind schneebedeckt. Ist aber nicht verkehrssicher. Ne. Nicht schlecht. Erster LKW. Auch der hat einen Ansatz von Schnee drauf. Schön gemacht. So, jetzt bricht die Nacht herein. Gucken, kriegen wir den Sonnenuntergang, Untergang rein. Ja, sehr schön. Das ist auch eine schöne Perspektive. Vielleicht bauen wir auch so. Da haben wir hier immer alles gleich im Blick, können wir auch Züge schauen. Und ja, ihr wisst ja, ich habe so einen kleinen Zugfetisch. Bin so ein kleiner Zugfetischist.
Na, hier hinten kriege ich dann Probleme, weil hier ist es, wird's schräg. Ah, aber na gut. Das soll nicht weiter schlimm sein. Netter. Ja, ihr seht, also wir haben einiges dann noch zu tun, was wir machen können. Wie gesagt, wir werden dann die Winter, die Schneeflüge sehen und alles. Das machen wir dann aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und dann werden wir hier gemeinsam dieses DLC zum Glühen bringen und gemeinsam alles entdecken. Ja, wie wird es weitergehen mit den anderen Staunen? Von Dumdidum werden wir uns am Wochenende verabschieden. Das ist eine Stadt, die ich dann im Off mache und etwas größer mache und da sicherlich auch das eine oder andere mal ausprobiere und dann in die anderen Städte integriere. Die Stadt Rockfield an der Küste, die wird es definitiv weitergeben. Davon wird auch am Wochenende wieder eine Folge kommen. Aber wir werden uns jetzt hier auf Cold Town zurecht passend zum angehenden Winter darauf einstellen und die Stadt größer machen. Und so sollte es dann weitergehen. Damit sage ich, wir brauchen, glaube ich, 440. Ja, 440 brauchen wir, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt genauso Freude darauf auf Snowfall wie ich. Ich habe mich tierisch darauf gefreut, werde mich jetzt hier schön daran ergötzen und sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Wochenende, wenn es dann wieder heißt City Skylines, diesmal im Winter. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt es und lasst euch vom Wetter nicht so ganz die gute Laune verderben und ich sag wie immer, man sieht sich, bis dahin und tschüss.